Es waren einmal drei Physiker. Sie leben in einer Nervenklinik. Jeder hat eine geistige Störung oder gibt diese zumindest vor. Der erste Patient ist Johann Wilhelm Möbius. Er behauptet immer wieder, dass er Gespräche mit König Salomo führe. Der zweite Insasse ist Herbert Georg Beutler. Er hält sich für Isaac Newton. Der dritte Physiker ist Ernst Heinrich Ernesti. Dieser gibt vor, Albert Einstein zu sein. Ein Inspektor kommt in die Klinik und nimmt Ermittlungen in einem Mordfall an einer weiteren Krankenschwester auf. Drei Krankenschwestern finden in der Klinik den Tod, da sie die wahre Identität ihrer Patienten herausgefunden haben. Denn keiner der selbsternannten Physiker ist aus psychologischen Gründen in der Anstalt. Möbius, der einen Durchbruch in der Physik gemacht hat, hat sich in die Klinik einweisen lassen, um die Welt vor der Formel, die er gefunden hat, zu beschützen. Daher vernichtet er seine Erkenntnisse, weil er mit diesen eine viel zu hohe Verantwortung trägt. Newton wie auch Einstein, die weder geistesgestört noch Physiker, sondern Spione sind, versuchen den Forscher Möbius auf ihre jeweilige Seite zu ziehen und für den Geheimdienst ihres Landes anzuwerben. Beide wissen noch nichts von den verbrannten Unterlagen. Es kommt zur Auseinandersetzung zwischen den Agenten, dass sie sich zu dem Erreichen ihres Auftrags gegenseitig im Wege stehen. Eigentümerin und gleichzeitig Chefärztin der Anstalt Mathilde von Zahn schreitet ein und offenbart sich den Physikern. Ihr allein sollt mein Geheimnis wissen, weil es keine Rolle mehr spielt, wenn ihr es wisst. Auch mir ist der goldene König Salomo erschienen. Salomo? All die Jahre. Zuerst in meinem Arbeitszimmer, an einem Sommerabend. Draußen schien noch die Sonne und im Park hämmerte ein Specht, als auf einmal der goldene König heranschwebte, wie ein gewaltiger Engel. Sie ist wahnsinnig geworden. Sein Blick ruhte auf mir. Seine Lippen öffneten sich. Er begann mit seiner Macht zu reden. Er war von den Toten auferstanden. Er wollte die Macht wieder übernehmen, die ihm einst hienieden gehörte. Er hatte seine Weisheit enthüllt, damit in seinem Namen Möbius auf Erden herrsche. Sie muss interniert werden. Sie gehört in ein Irrenhaus. Aber Möbius hat ihn verraten. Er versuchte zu verschweigen, was nicht verschwiegen werden konnte. Denn was ihm offenbart worden war, ist kein Geheimnis, weil es denkbar ist. Alles Denkbare wird einmal gedacht, jetzt oder in der Zukunft. Was Salomo gefunden hatte, kann einmal auch ein anderer finden. Es sollte die Tat des goldenen Königs bleiben, das Mittel zu seiner heiligen Weltherrschaft. Und so suchte er mich, seine unwürdige Dienerin. Sie sind verrückt. Hören Sie, Sie sind verrückt. Der goldene König hat mir den Befehl gegeben, Möbius abzusetzen und an seiner Stelle zu herrschen. Ich gehorchte. Ich war Ärztin und Möbius mein Patient. Ich konnte mit ihm tun, was ich wollte. Ich betäubte ihn jahrelang, immer wieder und fotokopierte die Aufzeichnungen Salomos, bis ich auch die letzten Seiten besaß. Sie sind übergeschnappt, vollkommen. Begreifen Sie doch endlich. Wir alle sind übergeschnappt. Ich bin behutsam vorgegangen. Ich beutete zuerst nur wenige Erfindungen aus, das nötige Kapital anzusammeln. Dann gründete ich Riesenwerke. Er stand eine Fabrik um die andere und baute einen mächtigen Trust auf. Ich werde das System aller möglichen Erfindungen auswerten, meine Herren. Fräulein Dr. Mathilde von Zandt, Sie sind krank. Salomo ist nicht wirklich. Er ist mir nie erschienen. Sie lügen. Ich habe ihn nur erfunden, um meine Entdeckung geheim zu halten. Sie verleugnen ihn. Nehmen Sie Vernunft an. Sehen Sie ein, dass Sie verrückt sind. Ebenso wenig wie Sie. Da muss ich der Welt die Wahrheit entgegenschreien. Sie beuteten mich all die Jahre aus. Schamlos. Sogar meine arme Frau ließen sie noch zahlen. Sie sind machtlos, Möbius. Auch wenn ihre Stimme in die Welt hinausdränge, würde man ihnen nicht glauben. Denn für die Öffentlichkeit sind sie nichts anderes als ein gefährlicher Verrückter durch ihren Mord. Es ist sinnlos, Möbius, sich auf mich zu stürzen, so wie es sinnlos war, Manuskripte zu verbrennen, die ich schon besitze. Möbius wendet sich ab. Was euch umgibt, sind nicht mehr die Mauern einer Anstalt. Dieses Haus ist die Schatzkammer meines Trusts. Es umschließt drei Physiker, die allein außer mir die Wahrheit wissen. Was euch in Bann hält, sind keine Irrenwärter. Sievers ist der Chef meiner Werkpolizei. Ihr seid in euer eigenes Gefängnis geflüchtet. Salomo hat durch euch gedacht, durch euch gehandelt und nun vernichtet er euch.
durch mich. Ich aber übernehme seine Macht. Ich fürchte mich nicht. Meine Anstalt ist voll von verrückten Verwandten, mit Schmuck behängt und Orden. Ich bin die letzte Normale meiner Familie. Das Ende. Unfruchtbar. Nur noch zur nächsten Liebe geeignet. Da erwarnte mich sich Salomo meiner. Er, der 1000 Weiber besitzt, wählte mich aus. Nun werde ich mächtiger sein als meine Väter. Mein Trost wird herrschen, die Länder, die Kontinente erobern, das Sonnensystem ausbeuten, nach dem Andromeda-Nebel fahren. Die Rechnung ist aufgegangen. Nicht zugunsten der Welt, aber zugunsten einer alten, buckligen Jungfrau. Es ist aus. Die Welt ist in die Hände einer verrückten Irrenärztin gefallen. Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Ich bin Newton, Sir Isaac Newton, geboren am 4. Januar 1643 in Woolstrop bei Grantham. Ich bin Präsident der Royal Society. Aber es braucht sie deshalb keiner zu erheben. Ich schrieb die mathematischen Grundlagen der Naturwissenschaft. Ich sagte Hypothesis non finger. In der experimentellen Optik, in der theoretischen Mathematik und in der höheren Mathematik sind meine Leistungen nicht unwichtig, aber die Frage nach dem Wesen der Schwerkraft musste ich offen lassen. Ich schrieb auch theologische Bücher, Bemerkungen zum Propheten Daniel und zu Johannes Apokalypse. Ich bin Newton, Sir Isaac Newton. Ich bin Präsident der Royal Society. Ich bin Einstein, Professor Albert Einstein, geboren am 14. März 1879 in Ulm. 1902 wurde ich Experte am Eidgenössischen Patentamt in Bern. Dort stellte ich meine spezielle Relativitätstheorie auf, die die Physik veränderte. Dann wurde ich Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften, später wurde ich Emigrant, weil ich ein Jude bin. Von mir stammt die Formel E ist gleich mc Quadrat, der Schlüssel zur Umwandlung von Materie in Energie. Ich liebe die Menschen und liebe meine Geige, aber auf meine Empfehlung hin baute man die Atombombe. Ich bin Einstein, Professor Albert Einstein, geboren am 14. März 1879 in Ulm. Ich bin Salomo, ich bin der arme König Salomo. Einst war ich unermesslich reich, weise und gottesfürchtig. Ob meiner Macht erzitterten die Gewaltigen. Ich war ein Fürst des Friedens und der Gerechtigkeit, aber meine Weisheit zerstörte meine Gottesfurcht. Und als ich Gott nicht mehr fürchtete, zerstörte meine Weisheit meinen Reichtum. Nun sind die Städte tot, über die ich regierte, mein Reich leer, das mir anvertraut worden war, eine blauschimmernde Wüste und irgendwo um einen kleinen, gelben, namenslosen Stern kreist. Sinnlos, immerzu, die radioaktive Erde. Ich bin Salomo, ich bin Salomo, ich bin der arme König Salomo. Nun ist der Salon leer, nur noch die Geige Einsteins ist zu hören. Somit stellt sich heraus, dass eigentlich die Doktorin die einzige Geisteskranke der Anstalt ist. Und wenn nicht weitere Krankenschwestern gestorben sind, dann leben sie noch heute.